Im Ganzen. Also ich war halt lange Zeit wieder nur mit Rap hören und das wird sie glaube ich ziemlich ankotzen, vor allem weil ich mich mit Menschen aus der Klasse, mit denen sie nicht klarkommt, über Hip-Hop und Rap unterhalten habe. Aber wir werden jetzt auch kurz mal eine kleine Pause machen. Bis gleich dann, ciao. Ach, wisst ihr was, leckt mich am Arsch. Werde ich halt cutten. Ja, es wäre wahrscheinlich besser, dann dass wir das alles in zwei Parts aufteilen, denn... Zwei Parts? Ja, Alter, das wird zu viel. Eine Stunde. Ja, eine Stunde, das schaut sich doch keiner an. Ja, eine Stunde, ich mein, in Ding. In, warte kurz, sechs Parts. Fünf oder sechs. Ja, okay, dann geht es denn. Ich persönlich würde kein Video anschauen, das eine Stunde lang dauert, Mann. Das so, ich hab mich schon... Es waren halt hauptsächlich Specials, aber ich darf ja auch nicht länger als 15 Minuten hochladen, daher... Okay, ja gut, dann... Da hat sich das für mich auch schon fast erledigt. Naja, auf jeden Fall, wie wär's mit Lieblingsfilme? Wenn wir schon bei Filmen sind. Ich schau mir ja gerade einen an, deswegen haben wir gerade keine Bildschirmübertragung laufen. Ich schau mir gerade den 28 Days Later an. Von dem ich... noch den zweiten Teil, den 28 Weeks Later gibt. 28 Das ist eigentlich so ein Film. Ich rede einfach mit euch weiter. Das ist so ein Film, da geht's um ein Virus, um den sogenannten Rage-Virus. Und da geht's halt darum, wenn man mit diesem Virus wie gesagt, infiziert wird. Dann wächst einem ein riesiger Penis. Nein. Schade. Die werden Menschen kleiner. Schade. Nee, dann ist man halt die ganze Zeit voll auf Rage, hat voll die übertrieben roten Augen und so eine Scheiße. Man kommt überhaupt nicht mehr klar auf sein abgefucktes Leben. Das kommt auch so nicht. Ja, und es geht einfach nicht mehr. Die stecken andere Menschen an. Und ja, das gibt's dann halt nochmal in verschärfter Version als 28 Weeks Later. Und den 28 Days Later, den schaue ich jetzt halt gerade. Okay. Aber spezifisch eher so Horror, Military, also so Kriegsfilme oder ihr wisst schon, Battle Los Angeles, Battleship, Shooter. Black Hawk Down und der ganze Scheiß halt. Saw. Ja, komm, das ist lustig. Das ist eine Verfilmung meiner Gedanken. Okay. Schlögel. Schwarz war. Achso, okay. Jo, mach das. Jetzt wird es ja mal richtig überwitzig. Ja, er schaut sich natürlich Romantikfilme an, ja, ihr wisst, Titanic, die ganze Zeit 24/7. Nee, jetzt mal im Ernst. Hauptaugenmerk bei mir ist, also meine absoluten Lieblingsfilme, fangen wir mal chronologisch von oben an. Der blutige Pfad Gottes 1, der blutige Pfad Gottes 2, Sin City. Der blutige Pfad Gottes 3. Gibt's leider nicht. So abgehen, wenn der im Kino laufen würde. Two Girls, One Cup. Miss Park. Okay. Wir wollten nicht mit Ilya uns hier eigentlich mal anschauen, was ich bei ihm gebannt habe. Haben wir uns dann überlegt, nein, danke, lass mal lieber sein. Also, das würde ich nicht machen, mit einem Kerl zusammen einen Porno schauen. Das geht nicht. Trotzdem, das geht nicht. Warum, du musst doch kein drauf abprobieren. Und wir haben wieder ein Niveau drin. Das Niveau ist gerade um 100% gesunken. Nein, Alter, das Niveau hat sogar gerade noch existiert. Okay. Dann Filme. Was noch? Was kann man noch über uns sagen? Ich hab dann ein paar Ideen. Achso, ja. Essen? Ja. Ja,
Ich esse sehr gerne Chinesisch oder überhaupt asiatisch, denn ihr wisst schon, diese ganzen gebratenen. Asiatinnen. Alter, nichts gegen kleine Mädchen, Mann. Ich. Okay. Ich sag jetzt mal dazu. Bleiben wir jetzt erstmal beim Essen. Zu. Halt die Schnauze. Zu Frauen vor denen kann man ja dann auch noch kommen. Aber jetzt erstmal zum Essen, okay? Weil die Part sich meine Freundin anschauen mit du Homo. Ja, dann kannst du hier richtig schön punkten. Okay, Essen. Asiatisch. Ihr wisst schon, gebratene Nudeln und so. Frühlingsrollen und was weiß ich, die ganze Scheiß. Ja, genau. Die Frühlingsrolle. Alter, ich hab mir echt die Fresse weiter auf, weiß nicht. Oder Alter, weißt du, was auch richtig geil ist? Gebackene Banane, Mann. Ja, Mann, epic. Darauf komme ich gar nicht klar, das ist so geil, Mann. Okay, sag an. Obwohl Döner halt noch Döner. Alter, ich hatte heute auf der Arbeit so Bock auf den Döner, ey. Ich habe ja meinen Dad angerufen, weil ich zu dir einkaufen fahren. Alex, willst du, wenn ihr noch einen Einkauf fahrt, mit Döner mitbringen? Nein. Versagt. Ja, Mann, jetzt muss ich mich aber auch ein bisschen konzentrieren. Aber gerade fange ich mal an bei meinem Essen. Gut. Also, es geht nichts. Und da könnt ihr mir vieles erzählen. Aber es geht absolut nichts über hausgemachte Spätzle mit Soße. Doch. Nein. Döner. Ein richtig guter Döner. Ja, wenn es richtig gut ist, übertrifft es Eis, aber die ich bisher gegessen habe, auf die fahre ich so ab. Vor allem die von meiner Oma. Und ich will jetzt endlich, dass da was anbeißt. Ich will ein scheiß Wasser-Pokémon. Carpador. So, jetzt kommt. Soll ich mir Krabi ins Team nehmen? Krabi? Naja, nee, mag ich nicht so. Ich weiß jetzt schon, was für ein Pokémon ins Team kommt. Na? Dass das so abgeht. Bizarre? Nein. Aber ich bin jetzt schon überlegt, aber ich finde die Stadt schon irgendwie scheiße in dieser Generation. Noch schlimmer. Ein Arbok. Und rat mal, wie ich es nennen werde. Penis? Tunahan. Okay. Ich hätte jetzt eher an XXLP gedacht. Nein, rat mal nicht so. Keine Ahnung. Ich zeige dir voll ab, Wichser, wegen den Umklammerungen. So. Und Umklammerungen, Umarmungen. Umarmungen, du. Du hast ein Pokémon geangelt. Ja, Mann! Bekommen? Nein, Mann, aber ich hab gerade eben das Pokémon gesehen, was ich will. Es ist das Gefühl, ich hoffe, ich brauche ihn. Geil, Alter. Wenn ich das da jetzt fange, ich geh so ab auf meinem Leben. Ja! Alter, ich brauche einen Namen für ein Zetra-King. Seepferdchen. Rettungsschwimmer. Ja, ich kann nicht schwimmen. Du musst es mir nicht unter die Nase reiben. Nein, Scheiße, ist zu lang. Wie wird es nochmal? Passwort. Penis. Das Passwort ist zu kurz. Ja. Ich bitte. Scheiße, ich wollte einfach einen Namen finden. Cedraking heißt das Viech immer noch. Aber wisst ihr was, Leute? Ich mach noch mal einen kurzen Cut. Ja, dann warte noch kurz, okay? Ich möchte noch mal kurz was mit dir besprechen. Soll ich die Aufnahme ausmachen? Nee, einfach bloß pausieren. So, das sind wir wieder und ich hab jetzt sogar einen Namen. Ich hab ernsthaft überlegt, ob ich es tun nennen soll. Und auf das gute scheißen zu, aber ich hab einen besten Namen. Na? Da ich mich schon
Pokémon auf jeden Fall Team nennen werden, nämlich ein Cherox. Und ich dafür auch schon einen Namen habe. Jedenfalls, wenn mir kein anderes Pokémon einfällt, was besser passen würde. Devil. Dragoon. Was sagst du zu dem Namen? To be Blue Dragoon. Hört sich schwul an. So eine Art El Homo. Puh, okay, bei welchem Thema waren wir gerade? Ich hab keine Ahnung mehr. Ich glaube. Essen. Ja, Mann. Ja. Essen. Was? Also auf jeden Fall selbstgemachte Spätzle mit Sauce. Oh, Schockzell, würde ich sagen. Dann natürlich noch. Natürlich Döner und so eine richtig scheiße Pizza. Ja, Mann. Naja, eigentlich alles, solange, wenn man das, man kann praktisch alles gut machen, wenn man es nur halt scheiß zubereitet. Außer halt ein paar Sachen, auf die komme ich gar nicht gleich so, hauptsächlich Gemüse oder sowas. Leber oder so, ich kann es nicht essen, ey. Also, Leber ist auch nicht wirklich so mein Ding. Aber egal. Nächstes Thema. Jetzt hast du mich auf das Thema Frauenvorlieben gebracht. Also, was? Nein, das machen wir jetzt. Da müssen wir durch. Okay. Wie sieht für dich deine Traumfrau aus? Ich sag's mal so, ich hab die Seite Girls of Metal and Rock auf Facebook geliked. Denkst dir? Okay. Also du stehst eher auf die Gothic, auf die Metalerinnen, auf die... Nein, einfach... Weiß. So, ja, Metal... Freund musst du es ja nicht achten, ich muss dich aufs Äußere, also auf den Charakter. Also, alles, sag alles, einfach Charakter, Äußeres. Was sind deine Kriterien für die perfekte Frau? Schon heute etwas so gefragt. Titte! Okay. Natürlich sollte es nicht Tuna heißen. Oh. Ja, das war ein Korb. Tröstet mich mit einem Daumen hoch. Oh. Aber ja. Ach ja, das war gerade übrigens ein Insider von mir und einer Person, die werde ich definitiv noch in das Let's Play ziehen.